Wir sind RWE, ich bin hier mit dem Werner. Wie hast du das Spiel gesehen? Oh, sehr spannend in der zweiten Halbzeit. Und der Schiedsrichter hat natürlich lange nachspielen lassen, aber es war ein gutes Kampfspiel von Rot-Weiß und auch verdient gewonnen. Also ich habe so das Gefühl, unsere Mannschaft und auch die Fans haben sich das so ein bisschen zu Herzen genommen, dass der Neidhardt so in der Woche mal gesagt hat, wir sollten mal ein bisschen positiver sein, wir sollten mal ein bisschen mit mehr Elan da dran gehen. Und wir haben auch gut gestartet mit einem Doppelschlag, also vom Krasniqi. Dann vor der Halbzeit das 2-1 bekommen. Wie hast du das gesehen? Ja, genau so eigentlich. Es ist immer so bei Rot-Weiß. Also irgendwann wird es immer spannend. Und der Elfmeter, okay, der war berechtigt, das muss man so sehen. Aber ich denke, verdient gewonnen. Und wir sind Spitzenreiter, das ist das Allerwichtigste. Also ich glaube, der Sieg ist schon sehr wichtig. Unsere Konkurrenten haben auch gepunktet. Münster und Wuppertal haben auch gewonnen. Jetzt haben wir unseren zweiten Sieg, jetzt am Wochenende gegen Lotte. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die gelben Karten, wie die verteilt wurden. Man konnte das von da oben nicht sehen. Der Groth hat auf jeden Fall eine bekommen. Groth hat eine bekommen. Ich weiß nicht, der Holzer auch. Hat er auch eine bekommen? Also ist er nächste Woche gesperrt? Glaube ich schon. Ja. Also wir müssen das natürlich versuchen zu kompensieren, aber ich denke, die schaffen das. Darf ich fragen, was du erwartest jetzt gegen Lotte? Also wir müssen ja den dritten Sieg folgen lassen. Ja, eigentlich schon. Also ich sag mal, Lotte ist natürlich nicht die Mannschaft, die Rot-Weiß eigentlich schlagen könnte, aber man weiß nie. Denn es ist immer so, wenn also der Gegner kommt, das ist das Spiel des Jahres vor so viel großer Kulisse. Und die hängen sich natürlich rein und geben natürlich alles. Das ist immer das Problem. Ja, die stellen sich dann gerne massiv hinten rein und wir müssen uns Ideen überlegen und müssen spielerische Lösungen finden. Ja, zerstören ist immer einfacher, als Spiele zu gestalten. Und ja, man muss sehen, aber ich denke schon, dass sie das gegen Lotte gewinnen werden. Und ich hoffe dann, dass auch bis zum Winter alles nochmal gut geht und wir die Punkte einfahren, dass wir in der Winterpause auch tatsächlich noch Erster sind. Denn wir müssen aufsteigen. Also wir sind positiv gestimmt, Werner. Ich sowieso. Super. Ich danke dir.